aber Anfang April ist die schönste Zeit, um mit der Eisenbahnlinie S2 durch den Vorort der Stadt Beijing zu fahren, weil die Bäume auf beiden Seiten der Gleise blühen und sich der Zug durch ein Blumenmeer zu Schlangen scheint. Und diese S2 wird auch als Zug des Frühlings bezeichnet. Und heute werde ich mit diesem Zug fahren. Und ja, kommen Sie mit mir mit! Ich bin jetzt auf der Station Ba Daling. Ja, genau, der Name von Großmauer. Und jetzt kommt der Zug. Der S2 war die erste Linie für einen städtischen Vorort in China. Sie hat eine Länge von 201 Kilometern und ist bekannt für die schönen Blumenmeere auf beiden Seiten der Gleise. Im Frühling ist dies eine besondere Sehenswürdigkeit. Auf dieser Linie kann man aus Blumen auch noch den Ba Daling Abschnitt der Großen Mauer entdecken. Und hier ist die Qinglongqiao Bahnhof. Dieser Bahnhof wurde im Jahr 1908 gebaut und ist einer der wenigen Bahnhöfe in China, die auch nach 100 Jahren noch gut erhalten sind. Ja, so eine schöne idyllische Landschaft hier vom Vorort von Beijing. Und ich habe mich auch erinnert, dass damals in Deutschland gibt es auch solche Bahnlinien wie Waldbahn oder Bergbahn, also mit so schönen idyllischen Landschaften. Und ja, wie sieht es aus? Unsere S2-Linie hier in Beijing. Und was möchten Sie noch erfahren darüber? Hinterlassen Sie mir ganz einfach eine Nachricht. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!